Am 1. Mai habe ich von dieser Betrügerfirma ja schon ein längeres Video veröffentlicht. Ich bin der Callcenter Crusher und begrüße euch zum Mittwochsvideo. Quanta Capital hat sich wohl eine neue Masche ausgedacht, um mich um mein Geld zu betrügen und hat mich nach einem Monat unter anderer Identität nochmal angerufen. Ihr werdet es euch denken können, dass die es auch diesmal nicht geschafft haben, aber der Weg dahin ist sehr interessant. Nach dem Intro hört ihr diesen Weg und habt hoffentlich Spaß dabei. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Segemer, Till Goldman ist mein Name. Vom Immediate Turbo Plattform. Sie haben sich vor kurzem bei uns registriert, stimmt das? Ja, vor 10 Sekunden oder so. Ganz genau, wir sind sehr schnell. haben Sie alles auf, von unserer, aus unserer Werbung verstanden? Nee. Also, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, oder? Nee, nur ein bisschen was gelesen. Alles klar. Also, bevor wir anfangen, nach unseren Regeln, muss ich ein paar obligatorische Fragen stellen. Und zwar, wie alt sind Sie? Ich bin 57. 57. Alles klar. Und deutsche Staatsangehörige haben Sie auch natürlich, oder? Ja, und Sie? Wie alt bin ich? Nee, welche Staatsangehörigkeit Sie haben? Estland. Estland? Ganz genau. Ah ja. So. Also, alles klar. Also, wir bitten eine Handelsplattform, ja, mit dem Zugang zu globalen Börsen an, ja. Dazu erhalten Sie auch von uns die professionelle Unterstützung von uns, ja, und durch Ihren persönlichen Fachmann. Bekommen, genau. Und Sie bekommen ein System, sogenannte künstliche Intelligenz, die für Sie automatisch handelt. Genau. Ihre Gelder würden in verschiedene Wirtschaftsgüter investiert, genau, und damit verdienen Sie Geld. Also Ihr Gewinn ist der Preisunterschied zwischen Kaufen und Verkaufen, so wie Sie verstehen. Ja? Nee, das habe ich nicht verstanden. Wie genau? Also, was haben Sie gemacht? Mein Gewinn ist der Unterschied zwischen Kaufen und Verkaufen? Kaufen und Verkaufen von verschiedenen Wirtschaftsgütern, ja, so wie Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen und so weiter. Ja, wenn ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, Gold kaufen will, wie funktioniert das? Also das machen Sie mit Ihrem Fachmann, ja, der macht mit Ihnen die Einstellungen für diese Roboter, für diese künstliche Intelligenz, genau, und dann wird das System handeln mit verschiedenen Wirtschaftsgütern. Also Sie können diese Strategie mit Ihrem Fachmann besprechen natürlich, ja, mit was handeln, was Sie, also mit was handeln wollen Sie, genau, und dann wird diese künstliche Intelligenz so angestellt, wie Sie es wünschen. Mhm. Und dann funktioniert das vollkommen automatisch. Ah ja, gut. Dann kommt wie ganz automatisch, wie verstehe ich nicht so ganz. Ja, das ist so ein Roboter quasi, sozusagen, ja. Der macht das, also der sieht die kleinsten Preisunterschiede, ja, und kauft sofort und dann verkauft. Also sie brauchen also keine Zeit dafür, ja. Genau, das macht der Roboter vollkommen automatisch, so wie gesagt. Ah ja. Gut, und was kann man da verdienen? Sie können dann zur Arbeit gehen. Also mit dem Mindestbetrag 250 Euro können Sie bis zum 50 Euro am Tag verdienen. Aber das ist je nachdem, was für Situation auf dem Finanzmarkt ist, ja. Welche Situation ist denn das auf dem Finanzmarkt jetzt gerade? Also jeden Tag ist es unterschiedlich, wie gesagt. Das erklärt Ihnen Ihr Fachmann natürlich. Alex, ja, dann kann der mir das ja mal erklären. Also, Ihr Fachmann kontaktiert Sie nach der Aktivierung
Von dem Handelskonto, ja? Ich dachte, das habe ich gerade aktiviert. Nein, also Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiviert, ja? Der Startkapital ist 250 Euro. Ja, damit aktivieren Sie Ihr Handelskonto. Und dann kontaktiert Sie unseren Fachmann. Und dann fangen Sie an, das Geld zu verdienen. Ja gut, aber eigentlich wollte ich doch vorher ein bisschen Informationen haben. Warum kann ich nicht vorher Informationen haben? Also das habe ich Ihnen alles erklärt. Wie funktioniert das System? Ja, aber Sie haben nicht gesagt, was genau, wie das nun genau funktioniert mit dem Gold und so. Da haben Sie doch gesagt, das wird. Interessieren Sie sich nur für Gold oder? Nein, aber als Beispiel. Und da haben Sie doch gesagt, das wird man irgendwelcher Fachmann erklären. Ja, dann möchte ich den Ganz doch natürlich genau. ansprechen. Also, dass Sie jeden Tag ist die Situation auf dem Finanzplatz unterschiedlich, ja. Also einen Tag können Sie zum Beispiel mit Kryptowährungen handeln, ja. An einem anderen Tag mit Aktien, an einem anderen Tag mit Währungen und so weiter, ja. Also und Sie sollten auch verstehen, dass wir sehr daran interessiert, dass Sie bei uns möglichst viel verdienen können, ja, weil wir auch 10% Provision von Ihrem Gewinn bekommen. 10% Provision? Das ist eine Menge. Ganz genau. Ja, also stellen Sie auch fest, dass das eine Menge ist, 100 ja. Euro, 100 Euro verdient haben, ja, dann Sie bekommen 90 und wir 10. Ja, 10% ist aber doch eine ganze Menge. Ja, aber dazu bekommen Sie von uns eine fachliche Hilfe, ne? Ein was bitte? Fachliche Hilfe. Ach so. Ja, genau. Gut. Und wie geht das nun weiter jetzt hier mit dem Konto irgendwas? Aktivierung. Ja. Also es läuft per Banküberweisung und da mit der Kryptowährung, wenn Sie eine Kryptowährung haben. Nee, ich habe keine Kryptowährung. Also dann werde ich Ihnen die Bankverbindung senden. Haben Sie zum Beispiel WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, das ist ein Festnetztelefon. Da gibt es kein WhatsApp. Ah, stimmt, ja. Da sehe ich. Das ja. Sehe ich. Haben Sie WhatsApp? Nein, sagte ich gerade. Also überhaupt nicht? Haben Sie nee, keine andere überhaupt Nummer? Nicht. Überhaupt nicht. Das ist... Okay. Dann werde ich die Bankverbindung Ihnen per E-Mail senden. Ja. Geht es? Ja, klar. Kein Problem. Alles klar. Dann werde ich Ihnen die Bankverbindung senden. Ja, ich bleib dran. Ich bin auf dem Konto drauf. Alles klar. Ja, haben Sie schon gesendet, oder? Hallo? Nein, mache ich gleich. Einen Moment bitte. Ja, gut. Hören Sie mich? Ja, gut. Einen Moment, es war bitte. Plötzlich so ruhig. Nein, ich bin dran. Gut. Und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin selbstständig. Selbstständig, alles klar. Das ist super. Und warum haben Sie sich entschieden, das Geld online zu verdienen? Ja gut, ich hatte so ein bisschen, ich habe gut verdient mit einigen Baustellen und ich dachte mir, da kann ich meinen Gewinn doch mal ein bisschen gewinnbringend anlegen. Ach so. Alles klar. Genau. Und Sie sind ganz neu in diesem Bereich, ne? Ja, das sagte ich doch. Ich habe nur etwas gelesen. Einen Moment bitte. Alles klar. Einen Moment bitte. Ja. Mit welcher Summe wollen Sie anfangen? Ich hatte so, weiß ich nicht, welche Summen sind denn möglich? Ja, 250. Ja, das ist, soweit ich gelesen 500, habe, ist das... 1000. Ich hatte eigentlich vor, ein bisschen mehr zu machen. Wie gesagt, ich habe eine gute Baustelle abkassiert und hatte so gedacht, ja, weiß ich nicht,
so zwischen 10.000 und 15.000 € zu investieren. Ja, aber Sie sind ganz neu in diesem Bereich. Ja, deswegen geht das nicht, oder was? Ich denk, Nee, Sie geht sind das die. natürlich. Ja. Okay, alles klar. Dann welcher Betrag soll ich einschreiben? Das kann ich mir ja noch Oder überlegen. mit Das welchem Betrag wollen Sie starten? kann ich mir noch überlegen. Das muss ich doch jetzt nicht machen, oder? Aber Sie brauchen jetzt die Bankverbindung, Ja, oder? richtig, aber eine Bankverbindung, aber da steht ja nicht der Preis drin, den ich bereit bin zu investieren. Alles klar. Also, um Ihr Handelskonto zu eröffnen, ja, brauchen Sie 250 am Anfang. Ja, das Ja? ist sehr, sehr Und wenig. dann können Sie natürlich mehr investieren. Ja, ich würde aber Ja. gleich mehr investieren, wenn es geht. Da muss ich ja nicht zweimal Dann sagen wir überweisen. 500. Nein, wenn ich zwischen Ja, 10 und 15, Sie können wenn, auch später investieren. ja, ich kann aber doch auch gleich, haben Sie gesagt. Ja, können Sie natürlich, Ja, okay? ich hatte so vor, zwischen 10 und 15.000 € zu investieren. Alles klar, dann machen wir so. Gut. Sind Sie noch dran? Hallo? Ja, natürlich. Alles klar. So. Haben Sie schon geschickt? Ja, einen Moment bitte. So, die E-Mail ist unterwegs. Ja, also noch ist sie nicht angekommen. Ja, es kann ein bisschen dauern. Ist die E-Mail-Adresse segemai@mailbox.org, oder? Ja, aber Super. das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich hatte doch bei Immediate Turbo irgendwie was angemeldet. Genau, das ist unsere Werbung. Ja, und Ihre Webseite ist aber Quanta Capital? Ja, ganz genau. Warum ist das so? Das ist unsere Plattform, Handelsplattform. Das ist. Wenn Sie Ihr Handelskonto auf dieser Plattform eröffnen, ja, dann bekommen Sie auch App von uns und da wird gehandelt, ja. Das ist ja komisch, weil eine Werbungszeitung, wenn die heißt Immediate Turbo und dann die Handelsplattform ganz anders heißt, das ist komisch. Das verstehe ich nicht so ganz. Nein, das ist nicht Warum komisch. Das ist so, wie ist gesagt, das es ist so? unsere Werbung. Ja, Ja, Immediate Turbo ist unsere. warum heißt Ihre Werbung anders als Ihre Plattform? Wir haben verschiedene Werbungen. Ja, und dieses Quanta Capital, wie heißt diese Webseite dann? Was meinen diese Webseite? Quanta Capital. Ja. Ja, das ist die Plattform. Da sehen Sie, oder? Plattform, genau. Startseite und so weiter, ja? Nee, sehe ich ja noch Das nicht. ist die Ich versuche Plattform. sie gerade aufzurufen, weil da ein Link ist da ja nicht drin. Also Quanta, wie ist diese Webseite dann genau bitte? Kann ich die mal eingeben? Ja, natürlich. Ja, sagen Sie mal den Link. Quantacapital.com. .com. Ja. Quantakapital.com. Das ist die Hauptseite von unserem Unternehmen. Ja, ich versuche gerade, es öffnet momentan gar nicht. Also bis jetzt ist die noch nicht aufgegangen, die Seite. Und
Also immer Woher noch nicht. wissen Sie das? Wer heißen Quanta Capital? Ja, per E-Mail haben Sie gesehen, ja? Ja, Ja, soll ich Ihnen einen Link senden? quantacapital.com haben Sie gesagt. Die gibt's gar nicht. Ganz genau. Die gibt's gar nicht. Soll ich Ihnen senden? quantacapital.com gibt's gar nicht. Schicken Sie mir mal einen Link. Buchstabieren Sie, was schreiben Sie? Schicken Sie mir doch einfach einen Link, das ist einfacher. Alles klar, mache ich. Haben Sie schon geschickt? Einen Moment bitte. Dauert das so lange, einen Link zu schicken? So. Hallo? Ja, bitte. Ach so, es war plötzlich zu ruhig. Ich dachte, Sie hätten aufgelegt. Nein. Wieso? So. Ach so, hier, jetzt weiß ich. Sie haben gesagt quantacapital.com. Das stimmt ja gar nicht. Es ist quantacapital.co. Hallo? Einen Moment, da habe ich ja. Einen Moment. So. Was so? Da habe ich falsch hingesendet. Was bitte? Da habe ich falsch hingesendet. Wieso? Also die quantacapital.co gibt es ja, die quantacapital.com gibt es nicht. Was meinen Sie? Verstehen Sie meine Sprache nicht? Verstehe ich noch. Können Sie das bitte wiederholen? Also, Haben Sie jetzt einen Link bekommen von mir? ja, von einer ganz anderen Seite. Quantaeurope.com, nicht Ja. Quantacapital. Und Sie haben die ganze Zeit, Genau, das ist ja, die Seite von unserem Unternehmen. Sie haben die ganze Zeit gesagt Quantacapital und nicht Quantaeurope. Wissen Sie das, kennen Sie sich selber nicht Genau, aus, Quanta oder was? Capital. Quanta Capital ist unsere Plattform, Ja, und aber wo die wird gehandelt? Sie haben Dort wird die gehandelt, ja? Sie hallo, Sie haben gesagt, Ihre Domain, Ihre Internetseite wäre quantacapital.com. Das stimmt doch nicht. Plattform. Ja, es stimmt doch nicht. Was steht doch nicht? Was meinen Sie? Haben Sie einen Link bekommen? Haben Sie jemanden, der vielleicht Deutsch spricht? Weil Sie verstehen es offensichtlich nicht. Sie haben mir gesagt, Ihre Plattform wäre quantacapital.com. Den Link, den Sie mir jetzt geschickt Ganz haben, genau. lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben mir gesagt, Ihre Webseite wäre quantacapital.com. Dann haben Sie mir einen Link geschickt zu quantacapital.co. Und dann der dritte Link ist dann Europe, Augenblick. Warum geht es denn jetzt schon wieder nicht mehr? Ich muss noch mal draufklicken. Was Bitte? meinen Sie? Verstehen Sie mich Ja, was nicht? sagen Sie? Entschuldigung. Hören Sie Ich nicht zu? verstehe Also ich erzähle Ich es höre noch Sie mal. zu. Ja, unterbrechen Sie mich mal nicht. Sie haben gesagt, Ihre Plattform wäre quantacapital.com. Richtig? Haben Sie das gesagt? Ja. Dann habe ich versucht, diese Seite aufzumachen. Die gibt es nicht. Dann haben Sie mir einen Link geschickt zu quantacapital.co. Die Seite geht auch. Aber angeblich ist es nicht Ihre Seite. Ihre Seite, die Sie jetzt geschickt haben, ist quantaeurope.com. Das hat ja nichts mit quantacapital zu tun. Welches ist jetzt Ihre Seite? Ja.
Quanta Europe ist unsere Hauptseite von unserem Unternehmen. Quanta, gut, also da, das ist, dann, ich glaube, und Sie senden mir jetzt eine E-Mail mit einer Gmail-E-Mail-Adresse. Richtig? Ja, stimmt das. Senden Sie mir bitte eine Web, eine E-Mail von Quanta Euro, bitte. Dass ich auch weiß, dass es Ihre Webseite ist. Einen Moment bitte. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Kein Problem mehr. Ja. Was soll ich Ihnen noch senden dazu? Naja, ich brauche einfach nur, ich muss ja wissen, ob diese Quanta Europe Ihre Webseite ist. Sie senden eine Gmail-E-Mail-Adresse, das ist nicht seriös. Dann senden Sie mir einfach eine E-Mail von Quanta Europe. Ah, okay, alles klar, dann mache ich das. Okay. Ja, ich warte. Alles klar, in 5 Minuten rufe ich Sie wieder zurück. Nee, okay? bleiben Sie ruhig dran, bleiben Sie ruhig dran. Ich möchte das gerne jetzt wissen. Hallo? Hallo? Wir haben keine Zeit jetzt. Ja, hallo? Wieso? Ja. Was? Warum haben Sie keine Zeit? Sie telefonieren doch mit mir. Ja, wir telefonieren schon sehr lange Zeit, über 20 Minuten, ja. Und ist das ein Problem für Sie? E-Mails-Adresse und so weiter. Ja, ich möchte jetzt bitte genau, eine... Ja, ich habe keine Zeit dafür. Also, ach, Sie haben keine Zeit. Ich weiß, warum Sie keine Zeit haben. Wollen Sie das wissen? Ja, natürlich. Das ist gar nicht Ihre Webseite. Sie können gar keine E-Mail davon senden. Sie sind ein Betrüger. Sie sind ein dummer Betrüger. Noch was zu sagen dazu? Ich habe nichts zu sagen. Nee, ja, das weiß ich, dass du nichts zu sagen hast. Du bist halt ein dummer Betrüger. Ganz kleines Licht. Oder warte. Solche Betrüger wie Sie. Bitte was? Solche Betrüger wie Sie. Wo habe ich dich denn betrogen? Du betrügst ja, ich doch. Ich habe mich auch nicht betrogen. Doch, du hast es aber versucht. Du hast es aber versucht. Das ist eine Seite, die gar nicht euch gehört. Sonst könntest du mir doch einfach eine E-Mail schreiben. Kannst du ja nicht. Quanta Europe ist nicht deine Webseite. Nun hat er dann doch aufgegeben. Vermutlich sind die so schlecht als Betrüger, dass niemand auf deren Betrug hereinfällt. Also hat man sich scheinbar eine neue Masche ausgedacht und eine andere Webseite imitiert. Dieses Chaos, dass die ihre eigene Webseite nicht nennen können, spricht für deren Inkompetenz. Ich bin gespannt, mit welcher Trading-Seite die mich zukünftig betrügen wollen, denn die werden sicherlich weitermachen. Heute war es mal ein kurzes Mittwochsvideo. Am Sonntag gibt es wieder ein längeres Video für euch. Bleibt gespannt und neugierig und ganz wichtig, lasst euch nicht abzocken. Bis Sonntag also, euer Callcenter-Crasher.